Alle Tiere müssen schlafen. Pferde schlafen im Stehen, Enten schlafen manchmal mit einem Auge offen und manche Schnecken schlafen sogar jahrelang, ohne aufzuwachen. Für uns Menschen reichen jeden Tag ein paar Stunden Schlaf am Stück. Aber die brauchen wir auch wirklich jeden Tag. Kinder brauchen sogar besonders viel Schlaf, denn ihr Körper ist wie eine Baustelle. Und im Schlaf hat der Körper genug Ruhe, um zu wachsen und sich gut zu entwickeln. Aber egal ob alt oder jung, es gilt, Schlaf ist super gesund für uns. Aber warum eigentlich? Übrigens, der schlafende Junge, den ihr eben gesehen habt, ist Sam, die Hauptfigur aus dem neuen Buch von mir und dem Illustrator Timo Grubing. Mein Körper ist ein Superheld aus dem Arena Verlag. Da erfahrt ihr noch mehr, was unseren Körper fit macht. Wenn man unsere Lebenszeit in 3 gleich große Kuchenstücke aufteilen würde, dann ginge ein Stück allein fürs Schlafen drauf. Eine ganze Menge? Voll blöd, sagt ihr? Von wegen. Das sagt man nur, wenn man glaubt, dass im Schlaf nichts Wichtiges passiert. Dabei ist unser Körper beim Schlafen nicht ausgeknipst, sondern arbeitet weiter. Zum Beispiel das Gehirn. Im Schlaf sortiert es die ganzen Eindrücke, die tagsüber auf uns eingeströmt sind. Zu wenig Schlafen macht auf Dauer also leider dumm. Außerdem werden beim Schlafen in unserem Körper Stoffe ausgeschüttet, die unserer Immunabwehr beim Arbeiten helfen. Die sind wie ein richtiger Zaubertrank für unser Immunsystem. Weniger Schlaf, schlechtere Abwehr. Und wer zu wenig schläft, bildet sogar weniger Antikörper. Das sind winzige Waffen unseres Immunsystems gegen Eindringlinge wie Viren oder Bakterien. Und wisst ihr was? Diese Waffen werden übrigens auch gebildet, wenn wir uns, Pieks, impfen lassen. Das heißt, wenn man nach einer Impfung zu wenig schläft, kann es sein, dass die Impfung nicht so gut wirkt. Also, regelmäßig schlafen macht uns clever und fit gegen Angreifer. In diesem Sinne gönne ich mir jetzt auch mal eine schöne Mütze Schlaf und bleibt auch ihr bis zum nächsten Mal gesund und